Die Geschichte lief so, dass alle bösen Jungs aus ganz China herabkamen, um im Dorf zu plündern und Tai Lung wegen der Drachenrolle gegen Shifu kämpfte. An diesem Tag wurden echte Helden gemacht. Man sagt, damit ein echter Held seine Bestimmung erfüllt, muss er sich drei überwältigenden Hindernissen stellen. Seinen Fehlern, seinen Feinden und seinen Ursprüngen. Aber es steht nirgendwo, dass dies alles zu durchstehen total und absolut scheiße sein kann. Po, ich denke, es ist an der Zeit, dir etwas zu sagen, was du schon lange hättest wissen sollen. In Ordnung. Die geheime Zutat in der geheime Zutatensuppe. Komm her. Die geheime Zutat ist... nichts. Moment, Moment. Es ist einfach nur ganz normale Nudelsuppe? Du tust keine spezielle Soße oder sowas rein? Nicht nötig. Um etwas besonders zu machen, muss man nur daran glauben, dass es besonders ist. Reine Kopfsache, mein Sohn. Es gibt keine geheime Zutat. Dann muss das die Botschaft der Schriftrolle sein. Ich muss einfach nur daran glauben, dass ich der Drachenkrieger bin. Ich bin der Drachenkrieger. Paps, ich muss zum Palast und Meister Shifu helfen. Hier drüben, Sohn. Hey, nimm deine Pfoten von meinem Paps. Ja, ich sehe die Ähnlichkeit. So, und damit geht's weiter und es wird gekloppt und gekloppt. Tüdelütüdü. Bumm. Du musst also Wasser löschen. Genau. Nee, Wasser nicht. Feuer. Doch, Wasser. Das Feuer mit, das Wasser mit Feuer löschen. Klatsch. Ganz genau. Oh, Hase. Hallo, Häschen. Rettet die eingesperrten Dorfbewohner. Ja. Nein, machen wir nicht. Wir sind böse. Wer klopft sie? Sie sind ganz schön frech. Warum? Die hauen nicht deren Job. Einfach. Ups. Schon davor, du wärst angestellt und dein Job wäre es, andere Leute zu verkloppen. Da müsstest du das tun, ob du willst oder nicht. Okay. Da rechts ist noch, genau, da direkt. Ja, genau. So, haben wir hier noch ein Feuerstchen. Ja, da. Oh ja. Und ab durchs Tor. Oh, tut mir leid. Der Laden ist geschlossen. Was? Mit wem redet er denn? Na, mit seinem Bau. Redest du nie mit deinem Bau? Nee, eigentlich nicht. Gibst du aber bestimmt noch was Schickes irgendwo. Willst du nicht gehen in den Affen gucken? In den Affen? Na, da unten ist doch eine Anzeige. So, das ist kein Affe. Und er kommt doch jetzt erst. Genau. Sieht voll von dem Bild aus wie ein Affe. Bist schon so ein... Du bist ein Affe. Du bist ein Affe. Ein Affe. Au. Wo ist denn hier? Ist hier mal irgendwas? Da ist noch ein Häschen. Ich will erstmal alle Häschen retten hier. Die sollen sich das nicht mit angucken. Ja, dann kannst du auch das eine Feuer da löschen, ne? Jo. Oder ist das nicht das letzte? Mann, ey. Ich will hier die Welt retten. Klopp den doch. Ey, seh nix. Ganz schön viele Gegner so. Auf einmal. Also ging dir nochmal dieser Platscher an? Ja, Hochsprung. Okay. Vielleicht mal ein bisschen dichter machen. Na? Mag wohl sein. Nee, irgendwie zieht das nichts ab hier. Ja, sonst löscht doch nochmal das eine Feuer. Ja, ich hab hier aber kein Fass mehr. Da geradeaus. Da nichts. Ah, Tatsache. Ja. So ein. Also, nee, ganz ehrlich, das ist böse. Dann schlag doch einfach mal. Das bringt überhaupt nichts. Ja, irgendwie wurde ihm irgendwas abgezogen, aber... Ja, weil du ihn gerade einfach ganz normal geschlagen hast. Du schlägst ihn ja nicht. Ah, Tatsache, okay. Ist ja halt nur einfach ausweichen, wenn er dann... Gut.
los, richtig. Ja, siehst du. Ah, ja. Tja, aber das Feuerchen kann ich jetzt hier wohl... Dann musst du vielleicht von vorne los. Oder es geht noch weiter. Vielleicht ist das auch gar nicht das Feuer. Wer weiß. Na, ich guck mal, ob hier noch irgendwo so ein Fass war. Da steht hier noch eins rum irgendwo. Ja, endlich, wenn das Aufgabe ist, die Dinger zu löschen, müsste doch endlich ein Fass irgendwo rumstehen. Da! Also oh. Eigentlich müssten die ja immer so nachspawnen, weil es wäre irgendwie unfair. Sonst könntest du es ja nicht weiterspielen. Schneller, Po! Komm schon, schneller! Boom! Yeah! Links? Wieso? Was war da? Ich glaube, es klang so, als wäre links die Tür aufgegangen. Okay. Ich weiß nicht. Okay. 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 Okay, okay. Okay. Okay, okay. Okay. Hallo, mach mal eine Tür auf. Vielleicht gegenschlagen? Vielleicht ein Äffchen gegenwerfen? Hallo, ja, bestimmt ein Fass wieder. Ja, das ist doch jetzt ein Quatsch. Tja. Ne, ja, würde ich sagen, fast ging ja, ne? Jetzt aber natürlich oh, ein bisschen... Ja, okay, dann haben welche. Ja, was würde denn passieren, wenn man jetzt alle Fässer daneben geworfen hat? Nochmal. Dann wäre das Spiel explodiert. Ja? Ja, es wird, ist ja zu heiß dann, ne? Das geht ja sonst nicht. Ach, ja. Geh mal lachen. Also das Tor leuchtet schon mal nicht. Ja, wirft doch eins. Vielleicht. Ah. Bitte. Wieso mich verkackeiern? Hab doch gedrückt. Schneller. Schneller. Komm schon. Boom. Hui, 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 hui. Plumps. Plumps. Boom. Ich weiß ja nicht, ob das passieren würde. Also ich weiß ja nicht, woraus das Ding jetzt war, aber wenn es aus Stein, dann wäre das doch bestimmt schon mal irgendwie kaputt gegangen. Setze das Wurfgeschütz ein, um alle Wölfe im Fluss zu besiegen. Ei, ei, Chef. Yeah, Raketen. Okay. Mach sie alle. Mach sie alle. Sehr gut, machst du das. Ja, das sieht echt gekonnt aus. Machst du sowas öfter? Ja? In deiner Freizeit? Ja, so? Auf jeden Fall. Ja, bist du so Feuerwerksraketenschießerin? Nicht nur das. Geheimagentin und alle. Oh, jetzt habe ich es verraten. Bin ich keine Geheimagentin mehr. Ja, aber eine Agentin ist ja trotzdem. Ja. Das war der letzte. Beeil dich so. Weiter, Po. Dann los. Ja. Dann los. Yeah, 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 das ist der Film. Po, was tust du? Meister Schifo hat gesagt, du sollst die Schriftrolle nehmen und das Dorf verlassen. Ja, aber Papst hat gesagt, dass es keine geheime Zutat in der geheime Zutatensuppe gibt. Was? Tja, also, ich glaube, ich bin wirklich der Drachenkrieger. Oh, das ist gut. Ich bin froh, dass das geklärt ist. Also, was jetzt, Drachenkrieger? Ich muss zum Palast und zu Meister Shifu zurück. In Ordnung. Dann werden diese Schiffe ein kleines Problem werden. Schiffe? Was für Schiffe? Okay, ich kümmere mich sofort darum. Na dann los, kümmere dich mal. Ja, ich kümmere mich mal. Au. Hopp. Voll ins Gesicht. Ist das gut? Ich glaube nicht. Doch. Ach so macht man die Tür auf. Ja, jetzt haben wir die andere auch so aufgemacht. Das hat, hätte mir auch einer sagen können, ne? Ja, eigentlich schon, ne? Sie haben eigentlich den Weg auch sparen können. Komm. So gut. Münzen, 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 Münzen. Wir wollen. Na, wollt man da nicht? Ja. Yay.
Nimm alles mit. Oh Gott. Lalalala. Da waren noch Kisten. Unten Rappelhiese. Oh, was möchtest du denn? Das Ende war nah. Bist du? Nimm es, wirf es in den Müll. In den See, meine ich. Das ist doch kein Seehase. Hase? Was? Wen meinst du denn? Was meinst du denn? Sieht schon irgendwie schön aus, wie Po das Ding runterdrückt. Ups. Also das muss bloß. Das ist genau. Ja. Ist ja voll wie bei Frogger. Ne? Frogger, kennst du den? Ja. Ja, ne? Kennst du ja, den, ne? Ja, ja, kenn ich. Na, das gleiche wie hier. Nee. Ja, ja. Selbstverständlich. Bloß auf so einen komischen Dingern, Blättern hier. So. Aber nee, das gibt's auch mit Straße, ne? Ja, sowas. Was ist das mit der Straße? Dann gibt's so ein ähnliches Spiel auch mit Blättern. Blättern? Also so, na, wie heißen die denn? Blätter, die im Wasser schwimmen. Die heißen Blätter, Seerosen. Nee, See. Ja, sowas. Seeblätter. Doch, Seerosen heißt es, glaube ich. Oh, also, dass man da immer gleich dann tot ist, wenn man da ins Wasser fällt, finde ich auch so ein bisschen. Ein Floß, bitte. Aber irgendwie sieht das Wasser ganz hübsch aus, ne? Das haben wir auch schon in neueren Spielen irgendwie hässlicher gesehen. Na, das stimmt allerdings. Hässlicher. Ja, komm, dann mach den einfachen Weg und dann ist gut. Wir brauchen ja nicht alle Münzen. Och. Vielleicht solltest du noch ein bisschen warten. Ach, ich bin immer so ungeduldig, dann nehme ich den Weg jetzt hier gleich. Ja, aber ich hasse auch dieses ewige Gewartet. Ja, nimm mal den und dann springst du einfach nach links, oder? Ja. Ja, da kannst du nur halt die Münze holen. Oh. Boah, das reicht mir jetzt. Mann. So. Oh. Ups. So, hier nämlich. Yeah. Mach dich bereit, den Donner zu spüren, denn der Auserwählte hat den Fluss überquert. Ja, so ist das. Hallo. Ich hab nur, mein Chi gesammelt. Ja, gute Idee. Ich denke, dein Chi braucht einen Gürtel. Po! Der Pfad zum Palast wurde zerstört. Ich bahne dir einen anderen Weg an den Schiffen vorbei. Hinter dem Wasserturm. Wasserturm? Hey, damit können wir die beiden Schiffe versenken. 1, 2, bang! Fertig. Nicht übel. Okay, triff mich, wenn ich das Zeichen gebe. Ich muss mich erst um diese Bogenschützen kümmern. Bogenschützen? Aber wie habt ihr... Wie habt ihr? Was denn? Was das wollte er gewusst, sagen? Das gemacht. Gesehen, gerochen. Das, genau, das gespürt. Das... Was weiß ich? Ich weiß es auch nicht. Na, hallo. Bum, bum, bum. Peng, peng, knall. Ich mach alles. Auf den Gong, auf den Gong. Tu es. Komm schon. Hab ich da eben. Tu es. Yeah. Voll cool. Das war kein Gong. Nee, so ein Pong. Ja, ich glaub nicht, dass die Pong heißen. Hä? Klar. Wenn die nicht Gong heißen, heißen die Pong. Pong und Gong. Ja, die beiden einzelnen japanischen Instrumente. Oder chinesischen. Was denn? Okay. Ich glaube, du bist gestorben. No. No. Mach's weg. Tu's. Ist ja ätzend. Ja, wie gesagt, ne, das Spiel ist für Kinder nicht überfordernd, aber für Erwachsene. Auf jeden Fall. Aber ich meine, Erwachsene. Ist der Rest drauf. Nee, ich bin 13. Was soll denn das jetzt? Du weißt ganz genau, dass ich letzte Woche 13 geworden bin. Und du weißt ganz genau, dass ich nicht zählen kann. Was? Was? Du musst da die... Ja, da lang, da hoch, ne? Ne, die Treppe wieder zurück. Treppe wieder zurück. Wieso soll ich die Treppe wieder zurück? Na, weil er die doch gerade umgekippt hat.
Achso, nee, hä? Ja. Sind die von der anderen Seite umgekippt? Nee, von hier, ja. Ja, aber warum denn? Das wird doch ein Sinn. Wenn ich da hoch muss. Warum macht er das denn? Achso, na, dann, für den ach, Popo. Damit, ach, ach so. Damit der Popo hier auch langlaufen Popo? Kann. Wer ist denn Popo? Ja. Ist das der Bruder von Po? Hm? Und seine Cousine heißt vier Buchstaben. Und dann hat er noch einen Onkel, der Hintern heißt. Hm. Und jemand, der... Ah, das sag ich. Was? Das kann man hier nicht sagen. So. A, R, S, C. Ah. Arg. Hm. Kenn ich nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Habe ich nur mal so gehört. Da leuchtet irgendwas. Von Jugendlichen, weißt du? Von so großen, bösen Jugendlichen. Glückwunsch! Danke, danke, danke. Danke, ja, ja. Das ist zu viel des Lobes. Boing. Ey, Po, komm her. Klatsch, klatsch. Okidoki, Oh, Po, ne? Ich bin dick und so. Jetzt wird man nicht wieder so frech. Po kann da nichts für, okay? Das sind seine schweren Knochen. Okay. Rechts. Ja. Rechts. Ja. Geh da lang. Ja. Tu es. Weiß ich doch. Mach jetzt. Oh, wo muss denn jetzt lang? Ach, Jemini. Links. Links? Bist du sicher? Hier ja. Hoch? Ja. Na, ich weiß ja nicht. Und jetzt, jetzt da darüber. Vielleicht? Ja. Jetzt verhau die. Bum, bum, bum. Muss ich sie alle wieder verkloppen. Was ist denn? Schlägst du mich denn? Wir gucken gerade das nach. Unterhalte die Leute mal alleine. Tu es. Wieso? Was machst du denn? Das. Aha. Kleine Bo- Oh, ein Feuerchen. Gucken, ob ich das wieder löschen kann. Oh, ja. Da ist noch einer. Hallo. Hallo. Was hast du denn nachgesehen? Ich wollte noch mal gucken, was so noch alles kommt. Aber mir war jetzt nicht so ganz klar, wie da jetzt was zusammengehört und so. Mhm. Also ich weiß gar nicht, wo wir jetzt überhaupt sind. So technisch. Bum, 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 bum. Yeah! Voll gut. Wer ist der eigentlich? X-A. Oh, oh Gott, da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Und das Ganze nochmal. XA. Da geht's schon wieder los hier. Und BYA. Ja, hab ich gedrückt. Zu langsam. Ja, also diese komischen Zwischendinger. So kriegt er mir, wenn es im Schild entscheidet. Und bei jetzt? XYA. Ne, BYA, ja. Und jetzt war XYX, glaube ich. No. Fein.
Kommt schon, lasst mich hier nicht hängen, Meister Monkey. Nicht schlecht, Po. Nicht schlecht.